Der fünften Prüfung ganz nah. Willkommen zurück bei Pokémon Ultramond, hier hoch oben bei der Hokulani Sternwarte. Wenn wir Glück haben, dann absolvieren wir heute noch die fünfte Prüfung. Ziel ist es definitiv, aber wir haben hier noch ein bisschen was vor der Brust. Zum Beispiel möchte ich mich hier zuerst einmal umsehen. Was? Du willst den Berg zu Fuß runter? Bis zur nächsten Bushaltestelle ist es weit. Ja, und man muss sich auch mal die Beine vertreten. So eine sportliche Betätigung, die tut gut. So, haben wir hier hinten vielleicht noch einen Herrschersticker? Nein? Schade. Aber ich bin sicher, wir finden irgendwo noch einen. Ja, es bietet sich einfach an. Alles andere wäre ja auch wirklich komisch gewesen. Ah, und nicht nur Herrschersticker, sondern auch ein Levelball. Boah, da bin ich mir jetzt aber gerade ziemlich unsicher, was der gebracht hat. War der effektiv gegen Pokémon mit niedrigem Level? Ach, ich guck's später nach. Wenn wir im Pokémon-Kampf sind, dann ist das ein bisschen einfacher und schneller zu finden. Ich habe zwar mittlerweile meine Taschen etwas geordnet, aber dennoch. Was geht bei dir? Hallo und guten Tag, Alola. Es gibt hier ein Pokémon namens Meteno, das wie eine Sternschnuppe vom Himmel fällt. Der Kern von Meteno kann übrigens auf unterschiedliche Arten leuchten. Um eine Regionalform scheint es sich dabei nicht zu handeln. Spannend ist es dennoch. Oh, das ist übrigens für dich. Danke, mein lieber Heinrich Eich. Erstaunlich, wo sie überall anzutreffen sind. Versuche, deinen Pokédex zu vervollständigen. Das wird auch Rotom sehr freuen. Ich habe andere Prioritäten. Sagen wir es mal so. War ich schon im Pokémon Center? Nee, ne? Nee. Nach dem letzten Stream sind wir, glaube ich, noch nirgends gewesen. Das Pokémon-Lagerungssystem wurde von einem gewissen Bill entwickelt. Er lebt in der Kanto-Region. Das Lagerungssystem hier in Alola wird von Marlon verwaltet. Wer war nochmal Marlon? Oder treffen wir die Person noch? Boah, ich stehe da gerade auf dem Schlauch, ne? Mein Starmie, es richtet seinen Kern gern auf das All aus und strahlt dabei in den Farben des Regenbogens. Ein wunderschöner Anblick. Außerdem scheint es dabei irgendeinem Muster zu folgen. Aliens! Wobei, ich könnte mir vorstellen, wenn der so in den Himmel scheint, dann könnte man anderswo denken, dass das vielleicht UFOs sind. Wow. Böses Starmie. Es verbreitet Angst und Schrecken. So, was haben wir hier noch? Können wir noch irgendwas Interessantes bekommen vielleicht? Ich finde es so toll, dass es in diesen Café-Bereichen tolles Personal gibt. Oben auf einem Berg sind die Getränke nämlich richtig teuer. Aber hier zahlt man weniger. Ist toll. Hm? Ach, ich mach's mir hier im Café gerade ein bisschen gemütlich und mein Kollege lässt es sich derweil im Pokémon-Resort gut gehen. Wundert mich im Übrigen, dass die hier nicht auch die Preise erhöht haben. Weil wenn du jetzt mal einen Starbucks oder einen McDonald's an einer außergewöhnlichen Stelle antriffst, dann nutzen die das gerne auch aus. Aber hier scheinen sie anders zu ticken, sehr sozial. Entschuldige, aber ich kämpfe nicht gegen dich. Mein Pokémon bedeutet mir immer alles. Ich würde nie so eine kostbare Zeit verschwenden wollen. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann zeig mir, dass es sich lohnt, gegen dich zu kämpfen. Vielleicht überlege ich es mir, wenn du alle Trainer auf dem Hokulani-Berg besiegst. Okay, der Typ ist also mal wieder so ein arroganter Sack, der nur gegen uns kämpfen möchte, wenn wir alle anderen Trainer besiegt haben. Okay, ich nehme die Herausforderung an, denn bevor wir die fünfte Prüfung angehen, hatte ich ohnehin vor, hier erst einmal alles abzugrasen. Die Bonus-EP können wir nämlich gut gebrauchen, erst recht Reißlaus, der endlich mal das nächste Level erreichen sollte. Aber es ist viel zu schwach, um im Kampf irgendwas Nennenswertes einbringen zu können. Also wechseln wir rüber zu... Ja, zu wem? Remy ist nicht so eine gute Idee, weil Feuerattacken werden ja von Fee-Pokémon resisted. Und Pikachu ist... ja, brauchen wir nicht drüber reden. Irrelevant.
Außer es leadet, dann kann es zumindest mit Volt-Tackle oder der Z-Attacke austeilen. Nee, wir gehen rüber zu Pampona, ist sowieso keine schlechte Idee. Denn das wird auch bei der Prüfung antreten, aller Voraussicht nach. Es ist nämlich eine Elektroprüfung. Ich hoffe nur, dass man da das Herrscher-Pokémon verändert hat. Denn andernfalls hätten wir ein Problem. Denn das Herrscher-Pokémon ist... Akkub hieß es? Nein, die Weiterentwicklung. Namen vergessen, tut mir leid. Der fliegende Käfer, Weiterentwicklung von Akkub, den wir eigentlich auch in Pokémon Sonne hatten. Trotzdem habe ich den Namen vergessen. Jesus. Es will mir jetzt nicht einfallen. Ja, der hat hohen Spezialangriff, aber er hält nicht viel aus. Aber wir können ihn mit Bodenattacken nicht treffen, das ist halt blöd, ne? Gucken wir mal, vielleicht haben wir ja Glück und das Pokémon wurde verändert. Tipps für Trainer. Du kannst innerhalb eines Tages nur eine bestimmte Anzahl an Pokebohnen im Pokémon-Resort aufsammeln. Sammel also jeden Tag Pokebohnen. Ist sicher, ich habe ja sonst nichts zu tun, nein. Übrigens, ich habe die Movesets einiger Pokémon verändert. Ihr habt es ja jetzt vielleicht gesehen. Pampona hat statt Doppelkick jetzt Fußtritt drauf. Das ist noch ein Ticken stärker. Nicht viel, aber immerhin. Und Wall Switch ist eigentlich keine schlechte Option für Pikachu. Ne, weil es ist speziell. Aber dann müsste ich Schockwelle oder eben Volt-Tackle rausnehmen. Ich lasse das mal. Aber wenn es sich zu Raichu weiterentwickelt, könnte ich mir vorstellen, dass ich die Attacke reinnehme. Dass ich hier oben patrouillieren kann, verdanke ich nur meinem treuen Pokémon. Das heißt, du selbst hast nichts drauf, oder was? Schon traurig, wenn man jemand anderem seine Tätigkeit zu verdanken hat. Na gut, aber andererseits, ohne das Pokémon wäre er auch nicht ansatzweise so beeindruckend. Und ich glaube, der Typ, der ist schon dazu da, um hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Ne? So eine Art Polizist. Und so, vor so einem Pampona hat man halt schon Respekt, ne? Da können meine Gegner ja auch ein Liedchen von singen. Und dieses Pokémon hier ist, glaube ich, sehr, sehr anfällig gegen Boden, richtig? Elektrogestein ist er doch jetzt, ne? Das Alola Kleinstein. Dann sollte er das Heulen beginnen, wenn er auf eine Bodenattacke trifft. Und wir dagegen? Wir lachen nur müde, wenn wir eine Elektroattacke abbekommen. Die kratzt nicht einmal die Ohrschore. Oh, aber der hat Robustheit. Ja, gut. Wenn er seinen Zug nur für Tarnsteine nutzt, dann kratzt es nicht. Ich meine, der Typ hat nur ein Pokémon. Warum sollte ich jetzt wechseln? Warum? Denk doch mal nach. Normalerweise sind gegnerische Pokémon ja klüger, wenn sie von einem Trainer trainiert werden. Aber das scheint nicht auf jeden zuzutreffen. Nun denn. Oh, noch so ein Herrscher-Sticker. Und da vorne guckt ein Angler rum. Nee, ein Golfer ist es. Hä? Wie kommt man denn zu dem? Ah, hier über diesen Path. Ja, warte, dann gehen wir erstmal nach Norden. Ich glaube sogar, der Golfer ist neu. Ich kann mich nicht an den Sonne und Mond erinnern. Nee, oder? Aber, Junge, wie krank muss man denn sein, hier oben Golf zu spielen? Erst recht, wie kriegt er denn die ganzen Bälle wieder zurück? Oder hat er irgendein Pokémon, das dann losfliegt und ihm die Golfbälle vom Grund des Berges wieder nach oben trägt? Möglich. So, Meteno. Boah, das war, glaube ich, auch vom Typ Gestein, ne? Ein Pokémon mit vielen verschiedenen Formen, wie Heinrich Eich schon erklärt hat. Ja, was ich auch mache, ich brauche hier oben einfach mein Pampona. Gegen jedes Pokémon ist es gewappnet. Oh, nee, Quatsch, das hat Limitschild als Fähigkeit, ne? Kein Schwebe. Man könnte zwar meinen, das hat Schwebe, aber... Nope. Limitschild ist eben seine spezielle Fähigkeit.
Aber ich dachte, das aktiviert sich immer erst dann, wenn er in die Bredouille kommt. Warte mal, ich gucke jetzt gerade nach, was das genau bringt. Es juckt mich. Man will ja auch ein paar Informationen droppen hier in den Folgen, ne? Und wenn sie ergoogelt sind. Ist doch egal. Als ob man es in der Schule anders gemacht hat. Also, fallen seine KP auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger, zerbricht die Panzerung des Pokémon und es wird aggressiver. Okay. Und wieso hat sie das jetzt schon von Anfang an aktiviert? Vor allem, ich merke erst nach der dritten Runde, dass es doch Schwebe hat. Peinlicher geht's nicht, oder? Bäm! Aber was ich viel witziger finde, ist, das Meteno hat in den drei Runden so gut wie überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Bäm! Schön die Innen senken und immer draufhauen. Ach so, warte, ich glaube, das war folgendermaßen. Das Pokémon beginnt erst Genau. Es beginnt erst defensiv. Und jetzt ist es quasi in seiner offensiven Variante am Start. Bringt ihm aber nichts. Bäm. Ne, so war das doch. Gerne auch in den Kommis bestätigen. Ich glaube, das Pokémon ist gar nicht so verkehrt. Ja, deswegen hat er auch gleich mehrere von denen. Na, klasse. Aber ich habe keine andere Option. Ich muss mit Pampona antreten. Ach, schau mal an. Jetzt hat er so ein rosanes. Ja. Die beginnen erst defensiv und dann schälen sie sich, wenn die KP unter die Hälfte fallen. So ist das gewesen. Na gut. Felsgrab ist jetzt auch nicht so schlecht. Versuchen wir es mal damit. Immerhin ist Pampona kann nicht mehr down gehen. Die Verteidigung ist so krass erhöht worden. Da brauchen wir uns keine... Hat der auch den Flugtyp? Was? Tatsächlich Gesteinflug! Oh! Oh Gott, dann habe ich ja alles falsch gelabert, was man falsch labern kann. Habt Erbarmen! Ich weiß, ihr habt jetzt alle schon eure Kommentare geschrieben. Du bist so ein Vollidiot! Du hast keine Ahnung von gar nichts! Mach doch einfach das letzte zu Ende! Du bist dumm! Ich korrigiere mich. Es hat kein Schwebe. Es hat nur Limitschild. Ich kann ihn nicht treffen mit Bodenattacken, weil er vom Flugtyp ist. Unter anderem. Hä? Was? Rambos? Anwender rammt das Ziel mit massivem Körper. Je schwerer er im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker ist die Attacke. Kann man schon drüber nachdenken, es reinzunehmen? Felsgrab habe ich im Übrigen jetzt auch nur wegen der Prüfung drinne. Fußtritt brauche ich im Moment nicht, deswegen nehme ich das mal raus. Ich werde es aber später wieder reinnehmen und Felsgrab verlernen lassen dafür. Also Rambos möchte ich gerne besitzen. Oh, schon wieder so ein Scheißvieh, ne? Ja, Felsgrab kommt raus, Fußtritt kommt dafür rein und Rambos behalten wir. So, und jetzt, da ich endlich weiß, dass er auch vom Flugtyp ist, kriegen wir ihn mit Felsgrab ja relativ easy down. Boah, tut mir leid, ey. Da hatte ich jetzt echt gar keinen Plan vor dem Kampf, ne? Ein Hoch auf Google. Shit. Einfach mal alles falsch gesagt und falsch gemacht, was geht. Das sind wohl diese qualitativen Let's Plays von diesem Dobtendo. Ja. So ist es. Boah, aber drei Meteno hätten jetzt auch nicht sein müssen auf der anderen Seite, ja? Das ist schon zum Kotzen. Im Übrigen, falls ich es noch nicht gesagt hatte, dann kannst du hier auch relativ easy fangen. Ja, also wenn jemand das Pokémon gerne hätte, hier findet ihr es. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein gutes Teammitglied ist. Ich plane jedoch mit anderen Pokémon. Oh, der hat auch ein besonderes Vieh. Quatermark.
Das ist das Affen-Pokémon, welches man in Ultrasonne und Sonne bekommen kann. Hat der auch Pflanzentyp? Ja, oder? Nee, ich glaube, der ist nur Kampf. Ja. Ja, er überlebt wegen dem Evolit. Ich habe ihm den Evolit gegeben. Gott sei Dank, Alter. Kampf. Joa. Da haben wir nicht wirklich was. Da brauche ich eine Z-Attacke. Oder ich versuche mit normalen Moves. Aber das dürfte auch schwer werden, ne? Ja, komm, hau raus. Dynamische Maxi-Flamme. Bin mir relativ sicher, das Pokémon ist nur vom Typ Kampf. Weißt du, bevor du da auch wieder was Falsches laberst, ne? Sieht ja keiner. Schön die Kamera gucken, nebenbei gucken. Spaß. Während die dynamische Maxi-Flamme das Vieh pulverisiert, haben wir ja Zeit. Er überlebt aber. What? Ja gut, ich habe ja sogar überlegt, den in Sonne ins Team zu nehmen, weil ich den voll süß finde, ne? Er hat es dann letztlich leider doch nicht geschafft. Aber wir sehen hier... Wäre nicht unbedingt die falsche Wahl gewesen. Der hat schon was drauf. Und es ist nur vom Typ Kampf, ja. So, jetzt kommt Kommandutan, das Gegenstück. Monsterkill hätte da eventuell sogar eine Chance. Ich möchte es probieren. Weil von der Init her kann er ja mithalten. Und zumindest die Kommandutan im Dschungel konnten nicht wirklich was gegen das Reißlaus machen. Schauen wir mal. Jetzt erstmal schön hochhealen mit Blutsauger. Ah, lecker. Wie viel kriegst du? Das ist ein bisschen wenig, aber es setzt nur Psycho Plus ein. Das ist gut. Weiter. Heal dich. Junge, wenn du den besiegst, dann hast du die Chance, dich zu entwickeln. Das gibt bestimmt voll die krassen EP. Oh nein, eine Attacke. Aber nicht wirklich wild. Ja gut, jetzt flüchtet er. Trotzdem, er wird EP bekommen. Und den Rest erledigt einfach Remy. Aber ob es halt jetzt für die Entwicklung reicht, schauen wir mal, ne? Oh, ich bin so dumm. Bisher sehr effektiv gewesen. Wobei, ich glaube, es hätte ungefähr genauso viel abgezogen. Egal, jetzt Hammer. Auch diesen Trainer besiegt. Und ich finde es klasse, dass er beide Affenformen dabei hatte. Aber was heißt Formen? Das ist ein eigener Pokémon. Beide Affen-Pokémon. So. Na komm, an Dutaten kriegst du ja in Ultramond, Ultra... Nee, Ultramond und Mond. Kommst du schon durcheinander hier. Also gut. Nee, nicht fliegen. Von dem Vieh absteigen. Weißt du, das kann ich aber auch nicht ausstehen. Es gibt so viele Stellen, wo du mit dem Tauros einfach nicht durchkommst. Warum haben die Entwickler denn das nicht bedacht, dass du da... Meine Güte. Einfach ein bisschen smoother durchkommen kannst. Das regt mich so häufig auf in diesen beiden Spielen. Oder in den vier Spielen mittlerweile. Man muss so häufig einfach unnötig von dem Tauros absteigen. Ich hasse das. So, jetzt haben wir hier auch gesehen, dass man MP bekommen kann. Okay. Cool. Brauche ich aber nicht. Oh, wobei... Es fehlen gefühlt noch 50 EP bis zur Entwicklung. Gewusst wie? Im Trainer-Pass-Menü kannst du jederzeit ein neues Passfoto schießen. Wenn du dein Outfit oder deine Frisur änderst, wird das Passfoto automatisch angepasst. Wobei, weißt du was? Ich glaube, das Tag, das brauche ich noch fürs Thumbnail oder so. Oder? Brauche ich... Ach, guck mal einfach mal, was geschieht. Weil ich wollte es jetzt nach hinten stellen. Ah, es kommt tatsächlich kein Trainer mehr. Ja gut, dann ist es was anderes. Scheiße. Selbst im tropischen Klima von Alola kann es auf Berggipfeln ganz schön kalt werden. Aber ich, Genie, habe ja zum Glück mein Magma mitgebracht. Total genial. Ma. Danke, dass du den Kokowai-Bus nimmst. Willst du bis zur Haltestelle am Fuße des Bergs mitfahren? Nein, ich will wieder rauf. Nö, da fahren wir nicht mehr hin. Okay. Na, wie gut, dass ich mein Glurak habe.
brauche euch nicht. Ihr faulen Schweine. Alles klar. Dann haben wir das ja doch noch in ca. 20 Minuten geschafft und ich würde sagen, wir gehen die Prüfung einfach mal an, oder? Vielleicht schaffen wir es nicht mal zum Herrscher-Pokémon, aber die Prüfung an sich, die kriegen wir, glaube ich, hin. Mal gucken, ob sich da maßgeblich was verändert hat. Ich hoffe jedoch, dass wir mit Pampona gute Chancen haben. So, nicht zuletzt auch wegen Felsgrab. Per TM beigebracht übrigens, ne? Per TM. Ach so, warte mal, kommt da vorne nicht noch so ein heftiger Fight? Da war doch was bei diesem alten Bekannten von Professor Kukui. Na, altes Haus? Oh, der große Maskroyal persönlich beehrt uns mit einem Besuch. Domina, das ist Marlon. Ach, der ist es! Stimmt. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt kein Captain. Ja, die Bezahlung war einfach zu niedrig. Der fantastische Maskroyal hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht. Meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du bist Domina, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Krös, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen, aktualisiert den Festival Plaza. Aber auf Empfehlung von Maskroyal findet er bestimmt einen Moment Zeit für dich. Ich glaube, sie ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Und noch etwas, warum nennst du mich ständig Maskroyal? Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Wrestler so ähnlich? Streite es nicht ab, Kukui, wir wissen alle Bescheid. Also dann, ich gehe zurück nach Malia City zum Ziergarten. Tali ist inzwischen sicher schon fertig damit, Malasadas zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir in der Zwischenzeit die Sache durch den Kopf gehen, um die ich dich gebeten habe, okay? Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Hier, Domina, ein kleines Andenken an unser Treffen. Der droppt einfach mal den Metallium Set. Danke. Sieh genau hin. Wow, hast du noch gute Knochen, du. Die Muskeln, stahlhart, angespannt und am Ende ein kräftiger Hieb nach vorn. So setzt du die Sätkraft vom Typ Stahl frei. Der Sätkristall stammt von früher, als Kukui und ich auf Inselwanderschaft gingen, um gemeinsam mit unseren Pokémon stärker zu werden. Ich hoffe, er wird dir nun auch vom Nutzen sein. Also dann, schau dich in aller Ruhe in unserer Sternwarte um. Grüß findest du im Labor hinten, wenn du bereit für seine Prüfung bist. Echt? Gab's keinen Kampf gegen den? Ich hatte das so in Erinnerung, oder wurde das etwa abgeändert? Hä? Ich find's auch komisch, dass er uns diesen Metallium Set einfach so in den Hintern steckt. Oh süß, so viele Akkups. Wobei, was ist an dem Pokémon süß, wenn man mal drüber nachdenkt? So eine eklige Raupenlarve, Viechgedöns. In der Hokulani-Sternwarte beobachten wir mit Hilfe von Pokémon wie Togedemaru und Akkub die Sterne. Toge! So, meine lieben Akkub, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Akak! Was essen die denn? Das dürfen wir nicht sehen, oder? Das ist zu eklig. Ja, komm, will ich auch eigentlich gar nicht sehen. Wie war das noch gleich? Ich hab's total vergessen. Wenn ein Stern 10-mal heller ist als ein Stern 5. Magnitude, wie viel Magnitude hat er? What? Wenn er 10-mal heller ist als ein Stern 5. Magnitude. Fünfzig? Nanu, wer bist du denn? Verzeihung, ich dachte, du wärst einer meiner Forscherkollegen. Tut mir leid, dass ich dir so eine komplizierte Frage gestellt habe. Hier, eine kleine Entschädigung. Ja, war es jetzt richtig oder falsch?
Ich habe halt 5 mal 10 gerechnet, aber dafür muss man kein Wissenschaftler sein, um das ausrechnen zu können. Komisch. Egal. Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Nur viel größer und besser als das, was man so für den Heimgebrauch hat. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos des Weltalls, um es zu erforschen. Du weißt doch gar nicht, was für eine Kamera ich habe. Vielleicht ist es ja so eine 30.000 Euro Red! Leider nicht. Aber im Ernst? Warum kauft man sich eine 30.000 Euro Kamera? Es gibt wirklich Leute, die das tun, ne? Ich meine, gut, für Kinoproduktionen ist es ja noch legit, aber für YouTube? No. Finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Wir nutzen bei der Betrachtung und Erforschung von Himmelskörpern neben der Infrarotstrahlung unter anderem auch Radiowellen. Na, solange es nicht die von Team Rocket sind. Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besuch in der Sternwarte in bester Erinnerung zu behalten. Jo, danke, Bro. Aber ich würde dann doch gerne langsam mal mit der Prüfung anfangen. Dieses Stück löste sich von einem Kometen, als dieser an unserem Planeten vorbeiflog. Eine bedeutsame Begegnung mit dem Weltall. Davon träumt doch jeder Wissenschaftler. Das stimmt, aber ich glaube, manche fürchten sich auch davor. Oder? Also so eine Begegnung mit Aliens? Kann schon brenzlig enden. Genau, ich habe letztens den Film live gesehen. Der war nicht schlecht und der hat das ziemlich gut gezeigt, was passieren kann. Marlon und Chris sind richtig dicke Freunde. Sie spielen immer zusammen Videospiele bis in die frühen Morgenstunden. Wie wir. Es ist wirklich bewundernswert, dass sie es dann noch schaffen, ihre Arbeit zu erledigen. Wie machen sie das nur? Ich muss aber sagen, persönlich mag ich Chris überhaupt nicht. Das ist dieser Lappen, der auch, den Festival Plaza betreibt, aber der ist mir einfach unsympathisch. Die Tür wurde durch das Sicherheitssystem verriegelt. Was sich wohl dahinter befindet? Da wird doch safe an einem Alien rumgeschraubt, ey. Oder rumoperiert, besser gesagt. Grüße an Kontrollzentrale. Neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermuteter Auftreffpunkt, die Prüfungsstätte. Kontakt in 54321. Vor allem, der sieht aus wie Rooney. Nur noch jünger und noch mehr Babyface. Sag mal, wo sind die Akkub? Die fressen gerade. Okay. Ja, die sind ganz schöne Vielfraße. Ich glaube, du auch. Die Akkubs sollen mir helfen. Kannst du sie bitte holen gehen? Was bin ich denn hier? Soll ich denn noch Kaffee bringen oder was? Ich bereite in der Zwischenzeit alles für die Prüfung vor. Da das der allererste Test ist, lasse ich mir lieber auch von Togedemaru helfen. Du würdest mir sehr helfen, wenn du für mich alle Akkubs zusammentrommeln könntest. Okay, das heißt aber gleichzeitig auch, dass sie die Prüfung verändert haben, weil das war nicht Teil der Prüfung. Das war in den Vorgängern so, dass das Licht ausging und dann wurden wir von Pokémon überfallen. Aber holen musste ich die Biester nicht, nö. Pokémon-Gedichte. Volle Sätkraft voraus. Mit einem Luftkuss sende ich sie dir zu. Denn das Ziel meiner Liebe, das bist du. Wie eine Sät-Attacke wird sie dich erreichen. Versuche es gar nicht, ihr auszuweichen. Weder durch Schutzschild noch Scanner kannst du ihr ganz entkommen. Ihr werden dadurch nur 3/4 ihrer Stärke genommen. Doch halt ein, eine Sache bleibt dabei ungeklärt, was den 3/4 meiner Liebe widerfährt. War gar nicht so schlecht, aber für wen war das denn angedacht? Da liegt ein geheimnisvoller Meteorit, der aus dem Weltall herabgestürzt ist. Okay. Ach, da hinten war noch ein Herrschersticker, ne? Jo, der 58. Nice. Gut, dann gehe ich die Viecher mal holen. Wahrscheinlich hat sie jetzt hier auch die Tür geöffnet, oder? Nee? Kommt vielleicht erst später. Akkub, wo seid ihr denn hin? Hä? Akkub? Was ist das für eine seltsame Prüfung hier?
Wo sind die denn hin? Weiß hier irgendjemand Bescheid? Oder sind die draußen zum Fressen? Oh, tatsächlich. Okay. Hallo. Schau mal, wie satt und zufrieden die Akkub nach ihrem üppigen Mahl aussehen. Akkub! Was ist los? Aber Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Es sollten doch 9 sein! Wärst du so gut, für mich nach den restlichen 3 Akkub zu suchen, Domina? Sie müssten sich noch auf der Brandfläche. Die werden gegrillt für die Australier. Nein, sie müssten sich noch auf der Brachfläche vor der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hinmampfen. Hä? Hey, ich habe keinen Plan, was gemeint ist. Ach so, da? Ja gut. Da wir ja so oder so diese Viecher suchen müssen, ändert sich für uns ja quasi nichts. Aber wir sollten vielleicht zu Remy rübergehen. Stimmt. Für einen Notfall können wir ja auch die kämpfen lassen. Hier scheint sich ein Pokémon vergraben zu haben. Akkub! Du hast eins von Marlons Akkub aufgespürt. Ach, die kämpfen gar nicht? Achso. Ja, ist ja super easy. Die befinden sich sowieso alle bei den Felsen. Also gegen die Akkub könnten wir definitiv auch Remy kämpfen lassen, aber bei der Weiterentwicklung dann, ja, nicht mehr unbedingt. Weil das Vieh ist dann ja vom Flug-Elektro-Typ, ne? Nicht mehr Käfer. Wow, das war jetzt ultra schwer, alle 3 zu finden. Krass. Und, hast du die fehlenden Akkub gefunden? Ja. Jetzt fehlt nur noch Sibak. Den Racker zieht es aber auch immer an die seltsamsten Orte. Warum siehst du so verwirrt aus? Ach so, Sibak. Wir rufen unsere Akkub hier bei ihrem Spitznamen, und zwar von Einack bis Neunack. K? Ich glaube, da hinten ist es. Wo willst denn du hin? Hier geblieben. Akkub. Sibak, da bist du ja, du kleiner Racker. Danke für deine Hilfe, Domina. Dann nichts wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau halten, nach dir sicher schon einen Hals wie ein Kokowai haben. Die Prüfung ist echt weird und lame bis jetzt. Wow, Domina, du hast die Akkub recht schnell zusammengetrommelt. In dem Raum findet die Prüfung statt. Ach, da? Okay, das erklärt, warum das Ding abgeriegelt ist. Ich deaktiviere das Sicherheitssystem. Wie die so langsam reinkriechen, die Viecher. Hä, aber warum hat man das jetzt so verändert? Ich finde die Prüfung bis jetzt eigentlich viel schlechter als im Original, aber okay. Gut, das kann sich noch ändern. Wir wissen ja nicht, was hinter dieser Tür abgehen wird. Aber wir finden es raus. Und zwar in der nächsten Folge. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Dann geht's schneller weiter mit Pokémon Ultramond. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.